Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute um die Frage von der Anna aus Regensburg geht, die mich gleich doppelt gefreut hat. Zum einen deshalb, weil die Anna uns Freie Wähler gelobt hat und Lob gibt es ja selten genug in unserem Geschäft, gelobt hat dafür, dass wir Freien Wähler und insbesondere unser jugendpolitischer Sprecher Tobias Gotthard und die Beauftragte für das Ehrenamt Eva Gottstein sich stark eingesetzt haben und auch durchgesetzt haben im Hinblick auf die Einschränkungen für den Freizeit-Lockdown, also die Einschränkungen für Kinder und Jugendliche im Rahmen der neuen wieder schärferen Corona-Maßnahmen in Bayern. Naja, und doppelt gefreut habe ich mich, weil die Anna auch meinen Blogbeitrag in gleicher Sache gelesen hat, in dem ich dafür geworben habe, nicht noch einmal die Freiheit der Erwachsenen auf dem Rücken der Kinder auszutragen. Die Anna will jetzt wissen, wo wir Freien Wähler in dieser Frage stehen, wo es hingehen soll. Und das nehme ich natürlich gerne zum Anlass, liebe Anna, das nochmal auszudeutschen. Wir Freien Wähler sind fest davon überzeugt, liebe Anna, dass wenn es überhaupt irgendetwas Gutes an all diesem Corona-Wahnsinn gibt, dieses Gute in dem Spezifikum des Virus besteht, dass es ganz offensichtlich ein Herz für Kinder, ein Herz für junge Menschen zu haben scheint. Weil wir wissen schon aus dem letzten schwierigen Corona-Winter, dass Kinder und Jugendliche von Corona Gott sei Dank nur in den allerseltensten Fällen Hospitalisierung, schwerste Verläufe oder gar ITS oder Tod zu befürchten haben. Mit anderen Worten, es gibt zum Glück eine bemerkenswerte Resistenz junger Menschen gegenüber schweren Corona-Verläufen und die zeigt sich zum Glück auch diesen Winter einmal mehr. Von Linda bis Flensburg sind zum Glück nur ganz, ganz wenig junge Menschen mit Corona in den Hospitalen. Was aber im Umkehrschluss, und da komme ich zu unserem politischen Auftrag, der daraus erwächst, bedeutet, dass wir alle Maßnahmen, die wir im Hinblick auf Kinder und Jugendliche auf den Weg bringen, insbesondere mit dem Ziel auf den Weg bringen, damit ungeimpfte Erwachsene zu schützen, also gefährdete Menschen zu schützen, denen Corona nach dem Leben trachtet, denen schwere Verläufe, denen Aufenthalte auf der ITS drohen. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, Anna, dass wir mit Maßnahmen gegen junge Menschen nicht die so dringend notwendige Entlastung unserer Intensivstationen, unserer Krankenhäuser erreichen können. Ganz einfach deshalb, weil da Gott sei Dank kaum junge Menschen sind. Und im Umkehrschluss heißt das im Hinblick auf politische Maßnahmen, dass wir nicht noch einmal, so denken wir Freien Wähler da, wie im letzten Winter in eine Situation kommen dürfen, in der wir zwar Schüler mit Maskenpflicht an der Schule am Platz belegen, obwohl sie zweimal die Woche getestet werden, das aber nur tun mit dem Ziel, dass ungeimpfte Erwachsene ohne Maske in Stadien, in Diskotheken gehen können. Ja, noch einmal kurz zusammengefasst, wir dürfen nicht noch einmal die Freiheit der ungeimpften Erwachsenen auf dem Rücken der Kinder austragen. Und deshalb haben wir Freien Wähler uns klar positioniert im Hinblick darauf, dass wir einerseits auf jeden Fall die Schulen offen halten wollen, dass wir nicht zugunsten der Freiheit ungeimpfter Erwachsener Zukunftschancen junger Menschen verspielen wollen. Wir haben uns aber in gleicher Weise auch klar dafür positioniert, dass in Gottes Namen bitte endlich die impffähigen Erwachsenen sich impfen lassen sollten. Denn wir wissen, eine Corona-Impfung, die schützt mit bis zu 90%iger Wahrscheinlichkeit vor einer Infektion. Und das Beste ist, die 10%, die sich trotzdem infizieren, die haben eine signifikant geringere Wahrscheinlichkeit, schwere Verläufe zu erleiden, ins Krankenhaus zu müssen. Wir wüssten also mit anderen Worten, hätten wir eine maximal hohe Impfquote bei den Erwachsenen, dann bräuchten wir kaum über Einschränkungen nachdenken, dann bräuchten wir aber überhaupt gar nicht nachdenken über Einschränkungen für Kinder und Jugendliche, die von Corona kaum etwas zu befürchten haben. Und deshalb unser klares Plädoyer als Freie Wähler, lasst euch als impffähige Erwachsene impfen, dann können und dann sollen und dann müssen wir die Kinder und die Jugendlichen in Ruhe lassen, dann brauchen wir nicht junge Menschen, die von Corona wenig zu befürchten haben, die Zukunft klauen. Das ist unsere Überzeugung, die Überzeugung von meiner Fraktion und mir, liebe Anna. Und deshalb haben wir uns auch so stark gemacht, dass die Einschränkungen jetzt ein Stück weit zurückgenommen werden, dass zweifach in der Schule getestete Kinder und Jugendliche natürlich dann am Nachmittag wieder auch zum Fußball gehen können, dass Schulen offen bleiben, dass nicht wieder die Kinder der Leidtragende dieser Maßnahmen sind, die durch das sich dynamisierende Infektionsgeschehen wieder nötig geworden sind. So viel, liebe Anna, zu deiner Frage und zur Position von uns Freien Wählern. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann gilt das Gleiche wie immer. Postet sie unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche um euer Thema, wenn es wieder heißt, Frag Fabian.
Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.